Kay Conquer. In Belize, das ist eine Insel, die vor dem Festland liegt und wunderschön ist. Es ist hier quasi das karibische Paradies. Ja. Und die Insel besteht einfach nur aus Sandstraßen und es fahren halt auch keine Autos hier, nur so ein paar Golfkarts, die hier rumfahren. Und es ist einfach super entspannt und ja. Das Motto der Insel ist Go Slow. Go Slow. Und das beherzigen auch alle. Was macht man auf Cape Corker? Man geht schnorcheln. Das Größte ist nämlich in Australien, das Great Barrier Reef, und das Zweitgrößte liegt einfach hier vor Belize. Ja, und deswegen gehen wir morgen auf einen Schnorcheltrip, wo wir verschiedene Stops anfahren und ich denke, ganz viel zu sehen bekommen. Uns wurden sehr viele Unterwasserwelten versprochen und wir sind gespannt, was wir da alles so zu sehen bekommen. Thank you.